heute von Weko die Silberkracher mit extra lautem Knall. 10 Stück von Weko Feuerwerk, wie gesagt. Die kleine Packung hier stammt aus dem Dynamite Bag von Weko aus dem Aldi Nord. Dieses Jahr als Ersatz für die Pyropetan hier nun unter dem Namen Silberkracher mit extra lautem Knall. Was ich interessant finde, auf dem Verpackungsdesign selbst sehen wir gar keine Reiber mehr, sondern irgendwelche Knaller mit grüner Visco. Schauen wir uns aber erstmal die Rückseite an. Haben hier schon eine BAM F2 Nummer, BAM F2 1546, 10 Stück insgesamt drin. Silberkracher in Klammern Knallkörper. Hersteller Weko Feuerwerk, NEM sogar 5 Gramm. Und wie gesagt, das Ganze logischerweise in Kategorie F2 eingestuft. Wenn wir uns den Spaß mal anschauen, warum die in F2 eingestuft sind, ganz einfach. Die haben keinen Reiber mehr, die haben schon eine kleine grüne Visco, auch wenn die ja ziemlich rotzig teilweise ist. Ist halt wie eine Pyropetade, nur ohne Reiber, sondern mit grüner Visco hier vorne dran. Dementsprechend kriegen die auch eine F2-Zulassung. Ganz normal, standardgemäß rotzig verarbeitet mit dünner Wandung und so einem Bentonit- bzw. gipsartigen Verdämmungsmaterial. Ansonsten, ziemlich kleine Teile, haben aber eine relativ, ja, was heißt relativ hohe NEM, 0,5 Gramm ist noch auch nicht viel, wenn man das hier sieht. So, wie ihr sagt, mit Visco nun. Was ich aber interessant finde, ist, dass die Teile nirgendwo eindrückbar sind. Die Dinger sind echt dafür, dass sie so eine Rotzverarbeitung haben, steinhart und das überall. Haben zwar nicht viel NEM, aber ich denke mal, dadurch, dass sie ziemlich hart sind, könnten die doch noch ziemlich laut sein. Bin ich sowieso mal gespannt. Pyropetan an sich waren ja immer ziemlich gut gewesen. Mal gucken, ob die neuen Silberkracher hier mit Lunte statt Reibkopf ähnliche Leistungen, wenn nicht vielleicht sogar bessere Leistungen, verbringen können. Testen wir mal. Der war wirklich süß. Naja, also das Wahre sind sie nur wirklich nicht mehr. Was hast du mir da gegeben?